Da sprießt er nun, der Windspargel. Aber wie funktioniert so eine Anlage? Ich meine, so richtig. Wie entsteht Wind und wie beschreibt man ihn? Warum sind die Rotorblätter so komisch gewunden? Kann man den Generator einfach an die nächste Steckdose anschließen? Wie kann man überhaupt vor dem Bau sagen, wie viele Millionen Kilowattstunden so eine Anlage im Jahr liefert? In diesem kostenlosen Online-Kurs geht es um die Meteorologie, die Aerodynamik, die Mechanik und die Elektrotechnik, die für die Nutzung der Windenergie nötig sind. Zahlen aus der Wirklichkeit und die echten Formeln der Profis. Die kommen übrigens größtenteils mit den Grundrechenarten aus. An einigen Stellen sind zwar der Sinus und die komplexen Zahlen gefragt, aber da verlinken wir auch meine Mathematik-Erklärvideos, sodass ihr euch schnell auf den Stand bringen könnt. Der Windenergietechnik-MOOC ist überhaupt eine gute Gelegenheit für Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe sowie Studentinnen und Studenten, mal in Aktion zu sehen, was in den Grundlagenfächern immer nur abstrakt an der Tafel steht. Hauptsächlich richtet sich der Kurs an Menschen in technischen Berufen, die ein Standbein in der Windenergie suchen. Ebenso an Mitglieder von Bürgerwindinitiativen und andere Eigentümer von Windenergieanlagen. Und an alle Menschen, die fundiert mitdiskutieren wollen. Dieser Kurs dauert 7 Wochen und verlangt wenige Stunden Mitarbeit pro Woche. Er ist der erste Teil einer Reihe. Hier geht es um die Technik, im späteren zweiten Teil geht es um das Verhältnis von Windkraft und Umwelt. Wenn das nicht genug Rückenwind ist, um sich sofort anzumelden.